Auf dem Münchner Marienplatz haben gestern viele, die zufällig vorbeigekommen sind, ganz schön gestaunt. Da war nämlich die Meisterfeier vom FC Bayern im vollen Gange. Schauen Sie mal, alle waren es da. Die Vereinsprominenz versammelt auf dem Rathausbalkon. Ja, ist denn schon wieder so weit, gell? Nicht ganz, würde ich einmal sagen. Meister sind die Bayern noch nicht, gefeiert wurde aber trotzdem, nämlich als Drehkulisse für den Sat.1-Film Udo Honig. Darin geht es um das turbulente Leben, sagen wir es mal so, vom Uli Hoeneß. Fabian Waldmüller mit den Bildern. Na da schau her, die Bayern-Bosse wieder vereint. Rummenigge, Beckenbauer, Hoeneß und Breitner. Oder nicht ganz, denn das sind Präsident Udo Honig, Fußballlegende Franz Kaiser, Urgestein Paul Breitner und Vorstandschef Guido. Filmdoubles. Ähnlichkeiten zu Fußballpromis natürlich völlig zufällig. Der Sat.1-Film, eine Satire, angelehnt an den tiefen Fall des Steuersünders Uli Hoeneß. Auf dem Rathausbalkon wird deswegen die Obermeisterschaft gefeiert. Mir san mir beim FC Rot-Weiß Oberbayern. Uwe Ochsenknecht spielt den gefallenen Steuersünder, Wolfgang Viereck, Heiner Lauterbach, der Film prominent besetzt. Ausgestrahlt wird im Herbst hier in Sat.1. Übrigens, das sei noch verraten, mit einem Happy End für den Filmpräsidenten Udo Honig.